Servus, liebe Wander-, Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Dankeschön dafür. Und ja, ich bin heute in meinem Bushcraft-Camp, in meinem Waldcamp. Nur aus einem Grund. Ich möchte das Eureka Army-Zelt ausprobieren, wie ich damit schlafen kann. Mehr ist es nicht. Ich schlafe normalerweise nie in einem Zelt. Ich mag das nicht besonders. Bin aber ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Es interessiert mich einfach mal. Und naja, da ich dieses Zelt jetzt eben mal da habe, möchte ich es auch ausprobieren. Und ob ich überhaupt schlafen kann und wie ich mich dann fühle, das möchte ich in diesem Video hier mit euch ausprobieren. Wenn ihr Interesse habt, bleibt es einfach da. So, Zelt steht, ging rucki zucki und freut mich wie Sau. Ist halt ziemlich dunkel drin. So ein Langschläferzelt oder so. Naja, coole Sache. Passt hier ins Eck perfekt hinein. Gefällt mir sehr gut. Bin wirklich schon gespannt, wie die Nacht verläuft. Lecker. Ravioli. Ah, ist richtig klasse. Ist so leise im Wald. Die Abendvöglein sind schon da. Und bald wird es Ruhe geben. Echt herrlich. Absolute Ruhe im Wald. So Leute, ich bin jetzt im Zelt drin, ich habe mega viel Platz, ein bisschen ungewohnt. Es ist ziemlich warm und stickig gerade noch. Eigentlich habe ich nur das Mesh dran, also das Moskitonetz, aber ist schon ganz schön warm noch. Hoffentlich wird es ein bisschen kühler, ist brutal. So muss ich mich lange nicht zudecken. Naja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es wird. Bis nachher dann. Ciao. Schönen guten Morgen. 7:15 Uhr. Sonne scheint. Und geschlafen habe ich einfach bombengut. Kann mich nicht beschweren. Sozusagen durchgeschlafen. Brutal. Krass. Tja. Also, muss sagen, so gut habe ich im Wald noch nicht geschlafen bisher. Man steigert sich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nichtsdestotrotz brauche ich erstmal einen Kaffee. So, Zelt zur Hälfte abgebaut, Kaffee ist fertig. Prost und guten Morgen. Tja, wie war es jetzt für mich im Zelt? Ungewohnt. Also der Blick nach draußen war nicht ganz so wie natürlich aus dem Tarp. Aber man hat auch was gesehen, da ich die Apsis offen gelassen habe. Und ja, war sehr heimisch vom Gefühl her. Also ich habe auch sehr fest geschlafen, bis um 4:30 Uhr komplett, also um 11 rum bin ich ins Bett, bis um 4:30 Uhr habe ich durchgeschlafen. Wunderbar, man fühlt sich halt dann schon ziemlich abgeschirmt so in so einem Zelt. Naja genau, aber trotzdem nehme ich nach wie vor auch meinen Tarp wieder mit. War jetzt mal zum Testen, also Feuchtigkeit war auch keine drin, war echt klasse. Ist halt Luxus, ohne Ende.
in dem Fall ein schwerer Luxus, also vom Gewicht her. Trotzdem, coole Sache, ich bin froh, dass ich es habe. Man weiß nie, wo man es gebrauchen kann und wenn es wirklich nur mal am Zeltplatz ist. Ja, ansonsten war eine schöne, ruhige Nacht, immer noch sonnig. Obwohl sie schon 10 Tage Gewitter angesagt haben, hier bleibt sonnig. Okay, dann danke fürs kurze Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder auf meinem Kanal. Macht es gut, servus, ciao.